Hallo, ich lese euch heute das Buch Das blaue Monster vor. Es war ein paar Tage vor Annas Geburtstag. Ich wünsche mir einen Hund und sonst gar nichts, sagte Anna. Ihr Vater lachte und ihre Mutter stöhnte. Ach du liebe Güte. Dann wünsche ich mir eben ein Monster, rief Anna. Das fanden die Eltern sehr komisch. Erwachsene glauben nämlich nicht an Monster. Anna glaubte an sie. Und Angst hatte sie auch nicht vor ihnen. Manche Monster waren ja vielleicht gefährliche Riesenbiester. Aber es gab auch nette. Da war Anna ganz sicher. Und eines Nachts, das wusste sie genau, würde ein Monster unter ihrem Bett sein. Ein nettes Liebesmonster. Weil man aber nie sicher sein kann, hüpfte sie jeden Abend mit einem gewaltigen Satz vom Teppich aus direkt zu ihrem Teddy ins Bett. Damit das Monster sie nicht am Bein packen konnte, falls es doch nicht so nett war. Mitten in der Nacht wachte Anna auf. Durch das Fenster schien der Mond hell ins Zimmer. Plötzlich hörte sie unter dem Bett ein sonderbares Geräusch. Es klang ein bisschen nach Seufzen oder nach Niesen oder nach Schnauben. Auf jeden Fall klang es nach Monster. Eine Weile lag Anna ganz still. Als sie aber das Geräusch noch einmal hörte, nahm sie all ihren Mut zusammen. »Hast du dich unter dem Bett versteckt, Monster?«, fragte sie. »Nein, nein, habe ich nicht«, antwortete eine tiefe Stimme. »Du schwindelst, Monster, hast du doch«, sagte Anna. »Habe ich nicht«, antwortete die Stimme. »Warum redest du dann unter dem Bett hervor, wenn du nicht darunter versteckt bist?«, fragte Anna. »Weiß nicht«, murmelte das Monster. »Komm heraus«, befahl Anna mutig. »Na gut«, sagte das Monster, »wirst du auch nicht erschrecken?« »Nein«, sagte Anna, »wenn du mir nichts tust?« »Bestimmt nicht«, versprach das Monster, und dann kam es heraus. Das Monster war blau und enorm. Es quoll nur so unter dem Bett hervor, wurde runder und riesiger und riesiger und runder. Dann stand es da und schaute Anna an. Anna saß im Bett und schaute das Monster an. Und dann lächelte das Monster und Anna lächelte auch. Es war ein nettes Monster, das sah man ganz genau. »Ich habe Hunger«, sagte das Monster. »Ich komme von weit her. Du wolltest mich haben, jetzt musst du mir auch etwas zu essen bringen.« Das hier ist das blaue Monster. Anna quetschte sich am Monster vorbei. Barfuß schlich sie die Treppe hinunter zur Küche und holte das Erdnussbutterglas aus dem Schrank. »Das sieht gut aus«, sagte das Monster. Als Anna ihm das Glas gab, dann öffnete es seinen Monstermund, stopfte das Glas hinein und schluckte. »Wirklich köstlich«, lobte es. »Nur die Füllung könnte etwas süßer sein, finde ich.« »Wo ist bloß die Erdnussbutter hingekommen?«, fragte die Mutter morgen beim Frühstück. Anna überlegte, ob sie schwindeln sollte, aber dann sagte sie entschlossen, die hat das Monster aufgegessen, mit dem Glas. »Also wirklich, Anna«, sagte die Mutter streng. »Was soll das? Monster gibt es nicht, das weißt du doch.« Da sagte Anna nichts mehr. Am Nachmittag waren die Eltern fort. Anna ging mit dem Monster ins Wohnzimmer. »Sehr hübsch ist es hier«, rief das Monster und setzte sich auf einen Sessel. Es knackste einmal, dann noch einmal und dann krachte es laut. »Schäm dich, Monster«, schimpfte Anna. »Du hast den schönen Sessel kaputt gesessen. Du bist zu schwer für Möbel.« »Zu schwer?« Das Monster runzelte die Stirn. Dann grinste es plötzlich und sagte, »Ich verstehe. Ich kann mich aber auch leicht machen. Vogelfeder superleicht.« »Das hätte dir früher einfallen sollen«, sagte Anna vorwurfsvoll. Am Abend schüttelten die Eltern nachdenklich den Kopf, als Anna erzählte, das Monster habe den Sessel kaputt gesessen. »Es ist ein ziemlich schweres Monster«, sagte Anna. »Und es hatte ganz vergessen, dass es sich federleicht machen kann.« »Wir sollten ihr doch einen Hund zum Geburtstag schenken«, sagte der Vater, als Anna im Bett war. »Bestimmt denkt sie sich diese Monstergeschichte nur aus, weil sie so gerne einen Hund hätte.« »Ich gehe heute Nachmittag zu Bernis Kinderfest«, sagte Anna am nächsten Morgen zum Monster. »Du kannst nicht mit. Meine Freunde würden Angst vor dir haben. Du bist so riesig und so blau.« Das Monster war beleidigt. »Ich finde, dass ich ein sehr hübsches Monster bin«, murrte es.
Und dann erklärte es Anna, dass es unsichtbar sei für alle anderen Menschen und dass nur sie es sehen könnte. Da erlaubte Anna, ihm mitzukommen. Aber es musste versprechen, nichts kaputt zu machen und niemanden zu erschrecken. Das versprach das Monster. In Bernies Garten setzte sich das Monster brav in der Nähe des Zauns nieder und beobachtete die Kinder, die schon im Schwimmbecken herumplanschten. Nach einer Weile war Anna sicher, dass tatsächlich niemand das Monster sah, und bald schwamm auch sie vergnügt herum. Später beim Ballspielen vergaß sie sogar völlig, dass das Monster überhaupt da war. Das war nicht gut, denn als Anna wieder zum Becken zurücklief, erschrak sie furchtbar. Auf dem Sprungbett stand das Monster und hielt sich die riesige Monsternase zu. »Spring nicht«, wollte Anna rufen, aber es war schon zu spät. Das Monster sprang. Mit seinem Riesenpo platschte das Monster kräftig ins Wasser. Hoch auf spritzte es nach allen Seiten. Als das Monster rauskletterte und sich davontrollte, blieb nur noch eine Pfütze im Becken zurück. »Ist ja irre«, sagte Benny. »Das war eine Flutwelle. Die macht der Mond, das weiß ich ganz genau.« Die Kinder nickten. Anna sagte nichts. Vorwurfsvoll schaute sie zum Monster hinüber, das im Gras lag und zu den Schäfchenwolken hinaufblitzte. Am nächsten Morgen wollte Annas Mutter einen Geburtstagskuchen backen. Das Monster hatte sich neben dem Kühlschrank in eine Ecke verdrückt, um der Mutter nicht im Weg zu sein. Anna hatte ihm ein Stück Kuchen versprochen. Darauf freute es sich. Als das Telefon läutete und Annas Mutter in die Diele ging, kam es neugierig zum Küchentisch, wo Anna gerade den Teig knetete. »Ist das Kuchen?«, fragte das Monster. Und ehe Anna etwas sagen konnte, nahm es den ganzen Teig und schluckte ihn hinunter. »Kuchen schmeckt prima«, schmatzte es vergnügt. Annas Mutter kam zurück. Schnell drückte sich das Monster wieder in seine Ecke. »Wo ist denn der Teig hingekommen?«, fragte die Mutter. »Den hat das Monster verschluckt«, sagte Anna. »Da hinten steht es und schämt sich. Es ist ganz lila, weil es sich so schämt. Eigentlich ist es ja blau, aber wenn es rot wird, ist es lila.« »Anna, lass den Unfug«, sagte die Mutter streng und schickte sie in ihr Zimmer. Am Abend saßen die Eltern zusammen und unterhielten sich über Anna und ihr Monster. »Das mit dem Kuchenteig war einfach zu viel. Was machen wir nur mit dem Kind?« Annas Mutter war ratlos. »Sie ärgert uns mit dem Monster doch nur, weil sie sich so sehr einen Hund wünscht«, sagte der Vater. »Morgen bekommt sie den Hund und dann ist alles vorbei. Du wirst schon sehen.« »Hoffentlich hast du recht«, sagte Annas Mutter. Anna lag mit dem Teddy im Arm in ihrem Bett. »Morgen habe ich Geburtstag«, sagte Anna. »Freust du dich? Ich habe mir einen Hund gewünscht und ich glaube, ich bekomme einen.« Das Monster schwieg eine Weile und dann sagte es: »Du bekommst den Hund, aber ich bin morgen nicht mehr hier. Ich komme nicht zum Geburtstag. Ich komme vor Geburtstagen, damit die Wünsche in Erfüllung gehen.« »Monster, liebes Monster«, rief Anna, »du kannst nicht fortgehen.« »Ich hab dich doch lieb«, das Monster kratzte sich mit dem Zeigefinger an seiner Monsternase. »Dann muss ich mir etwas einfallen lassen.« »Weißt du«, sagte Anna, »der Hund und du und ich, wir haben es bestimmt sehr schön zusammen. Ich muss mir einen Namen ausdenken für den Hund. Tommy vielleicht? Oder Tim? Überhaupt, Monster, du musst auch einen Namen bekommen.« Sie schaute zum Monster hin. Aber es war verschwunden. Kein Monster lag mehr auf dem Boden neben ihrem Bett. Anna rannte zum Fenster und sah hinaus. Hoch oben, zwischen den blinkenden Sternen, hing nur der runde, volle Mond. Traurig ging Anna zu ihrem Bett zurück. Aber daneben dem Teddy auf dem Kopfkissen, da saß es, das Monster. Rund und klein und weich. So groß wie der Teddybär war es jetzt, vielleicht sogar ein bisschen kleiner. Und es war Vogelfeder superleicht. Als Anna es überglücklich in die Arme schloss. Dankeschön.